Vergangenheit hier an der Fachhochschule St. Pölten. Applaus für Johann Haag. Ich glaube, wir hatten heute ein ähnliches Gespräch in der Früh. Der Alexander hat gesagt, er hat mit seinem Sohn darüber gesprochen, was er heute tun wird. Und ähnlich war es bei mir auch. Mein Sohn hat mich beim Frühstück überraschenderweise etwas gefragt. Normalerweise ist das eher ein Schweigefrühstück. Und er hat dann gesagt, was machst du heute? Und ich habe irgendwie dann gesagt, ich darf heute die Inhalte meines Studiengangs vorstellen. Das war irgendwie die Vorgabe des Programmkomitees. Ich soll nur etwas über das Studium erzählen. Und wenn mein Sohn mit was nicht einverstanden ist, dann sagt er gar nichts, sondern verdreht so die Augen und schweigt. Und ich habe gesagt, was würdest du machen? Er sagt, das kennen doch die eh alle, was bei euch zum Studieren ist. Ich würde mich eh interessieren, was ist dir wichtig? Und ich habe mir gedacht, okay, eigentlich ein guter Input. Ich würde Ihnen kurz sagen, was sind eigentlich so unsere Hintergründe, unsere Vision, was eigentlich dahinter steckt. Und eigentlich kann man es auf 3 Punkte runterbrechen. Eins, was uns wichtig ist, ist die Praxisorientierung. Weil, es steht ja schon im FASDG so schön geschrieben, eine Fachhochschule hat eine praxisorientierte Ausbildung auf Hochschulniveau und eigentlich ist es auch meine Intention, wir wollen sie jobready machen. Also, dass sie am Arbeitsmarkt wirklich intensiv gesucht werden. Aber für diese Praxisorientierung brauchen wir eine sehr gute, enge Verpflichtung oder Verflechtung mit den Partnern, mit unseren Unternehmen und deswegen haben wir einen Studiengangsbeirat eingeführt, der eigentlich all diese Aktivitäten mit uns gemeinsam gestaltet. Das heißt, wir sind für uns einerseits so ein Green Scout, dass wir sehen, wo geht es hin. Auf der anderen Seite sind es aber auch Qualitätssicherung, weil die nehmen ja wieder unsere Absolventen und melden uns zurück, was eigentlich bei unserer Ausbildung nicht ganz funktioniert. Und diese Unternehmenspartner, viele sind von denen auch heute hier, freut mich ganz besonders in verschiedenen Rollen. Manche sind Aussteller, manche sind Vortragende, manche sind nur Gäste. Also herzlich willkommen und danke an unsere Partner. Das Zweite, was wichtig ist, ist, wir müssen Trends erkennen. Wie wir jetzt gehört haben, wo geht es hin, was sind so die nächsten Schritte, das ist für uns ganz was Wesentliches, welche Lehrinhalte sind wichtig. Wenn wir 2005, wo wir diesen Studiengang eingereicht haben, wurden wir noch belächelt. IT-Security, das wird man nicht brauchen, da wird man eine Firewall und alles andere ist gegessen. Dann sehen wir heute, wo die Lehrinhalte hingegangen sind und das sieht man auch bei der Konferenz. Wenn die Konferenz 2009, wie wir das erste Mal gemacht haben, noch ganz andere Inhalte hat, wir müssen uns mit den Anforderungen, mit den Herausforderungen entsprechend auch weiterentwickeln. Und damit man diese Trends erkennt, braucht man natürlich auch eine starke Forschung, wie wir gehört haben, weil in der Forschung sieht man, wo es hingeht, welche Herausforderungen wirklich auch da sind. Und wir beschäftigen uns im Resselzentrum schon seit Jahren mit Big Data Analysen, was wir auch heute gehört haben. Und ein Auswuchs war dann auch, dass wir einerseits die Inhalte in den Studiengängen haben, aber natürlich auch sogar einen neuen eigenen Studiengang Data Science und Business Analytics entwickelt haben. Und das Dritte, wahrscheinlich das Herausforderndste ist, wir müssen uns mit den Besten messen. Security hört nicht auf an Landesgrenzen, an Universitätsgrenzen, sondern ist ein internationaler Trend. Uns hilft nichts, wenn wir lokale Prinzen ausbilden oder Prinzessinnen, sondern wir müssen ganz einfach internationale Stars entwickeln. Und diese internationale Messen, das schafft man nicht alleine. Das schafft man nur, wenn man Partner hat. Das ist einerseits ein Unternehmen, aber auf der anderen Seite natürlich auch in der Forschung. Auch da müssen wir entsprechende Partnerschaften haben. Wir haben es mittlerweile geschafft, in Österreich sehr gute Partnerschaften zu haben, aber natürlich auch international, weil nur dann kann man voneinander lernen. Und wenn wir vorgehört haben, sogar bei Airbus schaffen wir es nicht, intern voneinander zu lernen, ist noch viel herausfordernder natürlich, über Unternehmensgrenzen oder Universitätsgrenzen zu lernen. Das heißt, wichtig ist mir, Praxisorientierung, Trends erkennen und messen mit den Besten, weil nur dann weiß man, wo es hingeht. Ja, und zu guter Letzt habe ich natürlich auch noch einen Wunsch an die Politik. Ich habe es nicht meinen Sohn überlassen, sondern mir selber etwas gewünscht. Und ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, wir wachsen. Hier entsteht sehr viel, dass man, St. Pölten hat momentan den Anspruch, Kulturhauptstadt zu werden. Also mein Anspruch wäre, dass St. Pölten eine Security-Hauptstadt wird. Und dass wir vielleicht, oder dass Sie dann vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr nach St. Pölten fahren, sondern nach Sackpölten. Dankeschön. Dankeschön, Johann. Da wirst du da ein Markenzeichen noch setzen, da in St. Pölten. Ja, da landet es auf Sackpölten.
Ja. Alles klar. Als nächstes freut es mich ganz besonders, den Vertreter der Wirtschaftskammer auf die Bühne zu bitten. Herzlich willkommen, Christopher Leder. Als Landessprecher der IT-Security Experts Group, zu viel SEC und SEC Security in einem Wort, begrüße ich Sie auch recht herzlich bei der IT-SEC X 2018. 2018 ist ja auch für Österreich ein besonderes Jahr der Feierlichkeiten und viele Zeitzeugen konnte man im Fernsehen sprechen hören. Wenn man so in die Runde blickt, sieht man auch hier schon viele Zeitzeugen der prädigitalen Zeit, wie ich sie nennen möchte. Und man muss nicht sehr alt sein, um die Zeit erlebt zu haben vor Facebook, vor WhatsApp. Und man muss keine 50 sein, um sich noch erinnern zu können an Vierteltelefone, Lochstreifen und Floppy-Disks. Und Jüngere hingegen können sich gar nicht mehr vorstellen, dass man jemals überhaupt ohne Social Media sich unterhalten konnte. Springen wir 50 Jahre in die Zukunft und stellen uns dann vor, wie es dann sein wird. Sie sind dann die Überlebenden und Zeitzeugen dieser jetzigen prädigitalen Zeit und können erzählen, wie es damals einmal war. Aber Sie sind nicht nur die Zeitzeugen, sondern auch Mitgestalter dieser Zukunft und der eigenen Vergangenheit. Und hoffen wir für die Zukunft, dass es dann nicht schon eine postdigitale Zeit gekommen ist, denn die Folgen kennt man ja aus der Fiktion. Die Gefahren der Digitalisierung sind vielseitig und zahlreiche Bedrohungsszenarien und Abhängigkeiten vorhanden. Uns IT-Schaffende trifft die Verantwortung für die Gesellschaft, die Menschen, den Einzelnen vor den Gefahren zu schützen und verantwortungsvoll damit umzugehen. Die Gefahren im Netz steigen, das zeigt die Statistik mit einem Plus von 30% von Vorjahr auf heuer. Und darum ist die aktuelle Ausbildung, wie wir gerade vorhin gehört haben, umso wichtiger. Deswegen soll das auch ein immer, immer wichtigerer Punkt werden in der modernen Welt. Denn wir sind es, die die Voraussetzungen schaffen für eine Industrie 4.0 oder X irgendwas 0, die autonomen Autos und der allgegenwärtigen Vernetzung. Im Vordergrund muss aber immer bei aller Technikverliebtheit der Mensch stehen. Die Individualität darf nicht verloren gehen. Der Mensch muss seine Datenhoheit irgendwo bewahren können und der Mythos, ich habe doch nichts zu verbergen, muss endlich der Vergangenheit angehören. Datenkontrolle unter Fremdkontrolle. Durch eine zukünftige Umbrella Corporation darf eine zukünftige Generation nicht zu fremdgesteuerten Datenzombies werden, denn die Vernetzung bringt ja Gefahren, aber auch Chancen wie jetzt das Projekt 5G für Österreich. Die IT Security Experts Group unterstützt die Wirtschaft und arbeitet mit der Wirtschaft, weil ich bin ja auch selbst aus der Wirtschaft, und verbindet diese beiden Elemente miteinander, unterstützt aber auch wie zum Beispiel die Ausbildung und die Betreuung von Diplomanten. Der Security Experts Group finden Sie unten beim Stand direkt neben der VIP-Lounge den Eingang. Und als Abschluss möchte ich noch sagen, vergessen Sie nicht, Sie sind da die letzte Generation, die sich noch an prädigitale Zeit erinnern kann oder anders gesagt noch in einer analogen Welt gelebt hat. Danke. Danke, Christopher. Dankeschön. In Österreich gibt es ein paar coole Projekte in Bezug auf Informationssicherheit, aber das Coolste, das ich kenne, das ist der Austrian Security Hub, und der Ideengeber dieses Hubs, der steht da ganz hinten wie immer, aber jetzt musst du langsam aber doch noch vorbewegen, Joe. Ja. Ich sage mal, Joe ist eine Ikone von diesem Planeten Icarus, ja, und er wird uns ein paar Worte jetzt über diesen Security Hub erzählen. Im Bundesheergewandel kommst du heute. Hä? Jawohl. Ein Applaus bitte für Joe Bichlmeier. Yes. Ich würde sagen, das liegt daran, dass du nicht viele Projekte kennst. Aber danke, danke für die Einleitung. Ja, also ihr habt es in der Keynote schon gehört, und wenn ihr eine ruhige Minute findet oder damit beschäftigt seid, Mitarbeiter zu suchen, merkt ihr es sowieso selber.
das Thema Fachkräftemangel ist virulent geworden. Es hat mehrere Gründe. Sie haben schon gehört, Umsetzung der NIS-Richtlinie zieht viel Leute vom Markt. OT trifft IT, zieht viel Leute vom Markt. Dass die großen Systemintegratoren, Dienstleister, die wir in Österreich haben, anfangen, den nächsten Schritt in diesem Wettlauf zu gehen, Managed Security Operations Center und Ähnliches aufzubauen, zieht Leute vom Markt, das es dort aber nicht gibt. Mit der AMS, Qualifizierungsinitiative, werden wir die dort auch nicht hinkriegen, weil die Ausbildungszyklen, die diese Leute haben, und das wisst ihr viel besser als ich, weil ihr steckt es mittendrin, sind 12 bis 15 Jahre. Und dann ist er dort, dass wir sagen können, super, jetzt können wir mal anfangen, mit ihm zu arbeiten. Das heißt, das werden wir so schnell in den Griff kriegen. Dann kommt dazu, dass unsere Bildungssysteme optimiert sind darauf, statischen Content zu vermitteln. Was meine ich damit? 3 und 3 war vor 5000 Jahren schon 6 und wird es in 5000 Jahren auch noch sein, außer irgendein schlauer Kopf, was rein rein, werden sie mir das Gegenteil beweisen. Lesen, Schreiben, Rechnen, das verändert sich nicht dramatisch. Die Dreisen war vor 1000 Jahren schon da, wo sie ist. Damit können unsere Schulsysteme umgehen, damit können die Lehrerausbildungssysteme umgehen, damit können wir als Gesellschaft umgehen. Womit wir nicht umgehen können, ist, bloß einmal sowas wie digitale Kompetenz zu formulieren. Weil wenn ich euch jetzt frage, was ist digitale Kompetenz, wir von jedem eine andere Antwort kriegen. Der offizielle Entwurf des Ministeriums oder des zuständigen Ministeriums ist 54 Seiten lang. In 3 Jahren ist es vermutlich 540 Seiten und in 10 Jahren 5400 Seiten. Ich brauche aber nicht näher ausführen, dass der Ansatz nicht funktionieren wird. Also es ist zwar nett, wenn wir jetzt einen Erlass rausbringen, dass ab der 5. Schulstufe digitale Kompetenz in den Unterricht mit einfließen muss, setzt einmal voraus, dass die Lehrer digitale Kompetenz überhaupt vermitteln können. Und bei uns, im Bereich Security, ist es natürlich nicht anders. Wir können jetzt per Verordnung natürlich verlangen, dass die halt was über Security erzählen, das wird nicht funktionieren. Also wir haben ganz andere Wege gehen müssen, jenen Teil des Wissens, der sie sehr vital, konstant, eigentlich radikal verändert, anders in die Köpfe der jungen Menschen oder der Gesellschaft überhaupt bringen. Und einen Ansatz, den haben wir mit dem Austria Cyber Security Hub hier in St. Pölten gestartet. Das freut mich ganz besonders. Da sieht man, dass also wirklich sehr, sehr, sehr gute Initiativen und Ideen aus St. Pölten kommen. Der ist der Idee entsprungen, dass wir mit den Cyber Security Challenges und der europäischen Variante davon eigentlich schon Spitzenbewerbe haben, mit denen wir exzellente junge Leute finden. Finden wir auch, aber es sind nicht sehr viel. Und das, was das wirklich Erschütternde daran ist, ist, die sind alle ein Produkt des Zufalls. Die sind so gut geworden, weil sie selber interessiert waren dran, selber eingebissen haben, ihre intrinsischen Motivation geschuldet, die Exzellenz entwickelt haben, die wir brauchen. Aber keiner ist so gut geworden, weil er aus so einer guten Schule gekommen ist. Okay, habe ich schon erzählt, woher hätte das denn so hin? Wenn wir so gute Lehrer hätten, die so spitzen Leute hervorbringen würden, hätten wir die Keynote ganz anders gehört, dann würde das Security-Problem in der Form nämlich ganz anders ausschauen oder nicht so, wie wir derzeit damit konfrontiert sind. Und mit dem Hub streben wir an, das könnte sich analog dem ÖSV vorstellen, Skiwunder, darf ich nicht mehr sagen, bin schon belehrt worden, es gibt kein Skiwunder, aber in meinem Jahrgang, 70er Jahr, da war das noch ein Skiwunder. Und ich habe überlegt, okay, wie gibt es denn das, so ein kleines Land wie Österreich allen um die Ohren fort? Das gibt's, liegt nur daran, dass wir Infrastrukturen haben, Berg gibt es woanders auch, Skilifte gibt es woanders auch, aber wir haben sehr viele Vereine, wo alle, die irgendwie verhaltensauffällig sind, entsprechend ihrer Verhaltensauffälligkeit gefordert und gefördert werden. Und wenn er sich dort auch noch auszeichnet, dann kommt er in einen Bezirkskader und sollte das überstehen, schafft er es in den Landeskader. Und die wenigen, die überstehen, schaffen es halt im Bundeskader. Und irgendwann kommen dann Leute wie Marcel Hirscher oder Hermann Mayer raus. Wobei Hermann Mayer ein Beispiel dafür ist, dass es Leute gibt, die es ohne System schaffen. Aber da wird nur einer. Und genau diese Infrastrukturen, die wollen wir aufbauen. Wir wollen die Trainer aufbauen, die unseren Lehrern helfen. Wir wollen das Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen, dass sie mit dem gleichen Selbstverständnis, wie sie den Schrauben auf die Pisten schleppen, weil da könnte ja Marcel Hirscher drinstecken, ne? Ihren Kindern auch irgendwann einmal erzählen, du, das Netz ist super, aber es hat nicht alles golden, was glänzt drinnen. Und das werden wir, Joani, Mario von der Kapsch und andere, nicht alleine schaffen,
sondern das werden wir nur dann schaffen, indem wir einen nationalen Schulterschluss herbeiführen. Ja? Und anders werden wir Digitalisierung nicht schaffen, weil Digitalisierung basiert auf einer Gesellschaft, von dem habt ihr sicher schon gehört, die wir, weil wir es nicht besser beschreiben können, Wissensgesellschaft nennen. Und das Kennzeichen dieser Wissensgesellschaft ist Wissen. Und Wissen muss man irgendwie teilen. Ja? Und die Art und Weise, wie wir derzeit Wissen teilen, kann man optimieren, da muss man gar nicht viel tun. Und das tun wir mit dem Security Hub. Und es würde mich sehr freuen, wenn ich dazu das Interesse von euch wecken könnte und ihr sagt, das schauen wir mal an, weil ich teile mein Wissen gern, ich gebe mein Wissen gern weiter an jene, die es brauchen. Danke. Danke, Joe. Vielen Dank, Joe. Wie viele Leute sind momentan im Security Hub? Bei der Planung, bei der Unterstützung oder betreut? Betreut. Wie viele Leute werden betreut? Ja, wir haben mit dem Prototypen und Vorläufermodellen schon über 1600 Schulbesuche. Na schau, siehst du, 1600. Das ist mal ein Beginn, aber wir sind noch lange nicht fertig, glaube ich, oder? Okay. Genau. Dankeschön, Joe. Und als letzten Redner des Begrüßungsreigens begrüße ich jetzt auf die Bühne den Thomas Brandstätter, Organisator dieser Veranstaltung. Großer Applaus für den Thomas, bitte. Ja, keine Sorge, ich werde es kurz und schmerzlos machen. Als Hauptorganisator dieser Veranstaltung ist es eine gewisse Verantwortung, aber auch ein Privileg. Privileg dahingehend, dass man die Themen, die einen selber besonders interessieren, so als Konferenzmotto natürlich auflegen kann. Und diejenigen, die mich länger kennen, ich bin jetzt schon seit 15 Jahren in der Industrial Security Branche, haben sich wahrscheinlich gewundert, warum hat es so lange gedauert, dieses Konferenzmotto auch in die ITSEC-X überzuführen. Der Grund ist, weil wir genau dieses Jahr endlich ein nationales Cybersicherheitsgesetz auch in Österreich bekommen haben. Jetzt war es wirklich an der Zeit, dieses Motto wirklich zu übernehmen. Was mich persönlich sehr freut, ist, dass die ITSEC-X wirklich immer erfolgreicher wird. Ich habe die Konferenz vor 6 Jahren mit knapp 200 Leuten übernommen. Jetzt kratzen wir immer schon an der 700-Personen-Marke. Was auch ein ganz tolles Highlight ist für mich, ist, dass wir immer mehr internationale Speaker haben. Heißt, Vortragende, die gerade nur auf der Black Hat in den USA waren, kommen jetzt auch zu uns aus Kolumbien, aus Lettland. Das heißt, wir haben jetzt auch einen fixen internationalen Speaker-Track und das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Sache. Ich möchte mich daher auch ganz stark bei unseren Vortragenden bedanken, weil ohne Einreichung, wir liefern ja eigentlich nur den Rahmen, gäbe es eine so tolle Veranstaltung nicht. Auch danke an die Sponsoren. Durch sie ist es möglich, dass unsere Konferenz immer noch gratis und frei zu besuchen ist. Ich hoffe, Sie habt einen schönen Abend. Die Qual der Wahl, dass ihr nicht wisst, welchen Vortrag ihr als nächstes oder gleichzeitig besuchen sollt, genauso soll es sein. Nutzt die Gelegenheit auch wirklich zum Networken. Jeder hat einen Kaffeegutschein bekommen, bitte auch wirklich nutzen. Besucht unsere Stände. Eine schöne IT6 2018. Dankeschön.